Es ist ein toller Tag, um in die Bücherei zu gehen. Es ist Zeit, dass jemand hier aufräumt. Wer hat diese Bücher ausgelassen? Es ist nicht in Ordnung. Sie sind alle verstaubt. Pass auf, es regnet Bücher. Wozu brauche ich das? Okay, das wird sich als nützlich erweisen. Hey, das tut weh. Wirf nicht mit Büchern. Das ist zu viel. Wie kann er es wagen? Jetzt entschuldigt er sich. Unglaublich. Ups. Warum bekommt sie die guten Geschichten und ich die Horrorgeschichten? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Carrie wird wild. Aber Annie wird das wieder gut machen. Sei nicht sauer, Schwesterherz. Komm schon, die Schule fängt gleich an. Nicht jeder hat das Glück, reich geboren zu werden. Diesem Typ ist so kalt und er fühlt sich einsam. Und Annie eilt ihm schon zu Hilfe. Ist dir kalt? Nimm das. Jetzt lass uns ein neues Zuhause für dich finden. Folge mir. Annie hat einen ganzen Palast. Es gibt viel Platz für alle. Richte dich ein, fühl dich wie zu Hause. Ich bin gleich wieder da. Huhu. Juhu. Ich bin froh, dass ich diese nette Millionärin getroffen habe. Jetzt wird mein Leben endlich lebenswert sein. Sir, ich habe Ihnen einen Snack mitgebracht. Genießen Sie ihn. Das war eine tolle Idee. Danke. Zeit für Tee. Wir können einfach loslegen. Sir, haben Sie eine Unterkunft? Oh nein, ich bin ganz allein auf der Welt. Wir können ihn nicht rausschmeißen. Lass ihn hier leben. Man merkt, dass er ein guter Kerl ist. Auch wenn er ein bisschen unhöflich ist. Aber Carrie will so einen Mitbewohner nicht. Es war ein lustiger Abend. Zeit fürs Bett. Raus aus meinem Bett. Wer bist du überhaupt? Warte mal. Annie, rette mich. Sie ist verrückt. Sie wirft auch mit Geld um sich. Carrie, hör auf. Das kannst du unseren Gästen nicht antun. Igitt, ich bin nur knapp entkommen. Aber meine Taschen sind jetzt voll mit Gold. Auch reiche Leute lieben Filme. Carrie, dieser Zeichentrickfilm ist toll. Du wirst ihn lieben. Warum lieben alle Welpen und Kätzchen? Auf keinen Fall. Carrie mag andere Arten von Filmen. Das war's, Leute. Wir sehen uns einen Film über die Zombie-Invasion an. Was machst du da, Carrie? Oh, Zombies fressen Menschen. Gib mir die Fernbedienung. Wir gucken Zeichentrickfilme. Annie, niemand ist an deinem flauschigen Müll interessiert. Hungrige Zombies sind genau das, was wir jetzt brauchen. Zeichentrickfilme. Punkt. Daraus wird nichts, Schwesterherz. Das Böse gewinnt immer. Hey, willst du etwas Geld verdienen? Lass uns diese zarte Blume erschrecken. Sie ist in der Tasche. Annie wird es noch bereuen, dass sie Carrie die Fernbedienung weggenommen hat. Und die Zombies beginnen ihre Invasion. Pass auf, Annie. Sie kommen immer näher. Wo ist unsere Beute? Hab ich dich. Oh nein, es ist ein Zombie. Carrie, ich gehe nach Hause. Ich habe vergessen, das Bügeleisen auszumachen. Danke, Leute, das war großartig. Jetzt kann ich meinen Lieblingsfilm einschalten. Endlich belästigt mich niemand mehr. Es ist so schön, mit deiner Schwester in dein Lieblingsrestaurant zu gehen. Aber Carrie ist wieder nicht glücklich. Hätten wir nicht einfach eine Pizza bestellen können? Ich nehme ein Stück Kuchen. Den leckersten und süßesten, den du hast. Und füge eine Menge rosa Zuckerguss und Glitzer hinzu. Nur eine Sekunde, Miss. Schon wieder Kuchen, Annie? Hast du sie nicht schon über? Sei nicht sauer, Carrie. Lächle. Aber lächeln ist nichts für Carrie. Hier kommt das Mittagessen. Es sieht so süß aus. Kellner, lass uns diese Süße etwas aufpeppen. Ich brauche etwas scharfe Soße. Und ich kann bezahlen. Wie Sie wünschen, Miss. Oh ja, das riecht toll. Diesem Dessert fehlt etwas Feuer, oder? Es sieht köstlich aus. Es schmeckt sogar noch besser. Sei nicht schüchtern, Annie. Versuch es. Nun, wenn du darauf bestehst. Es ist so heiß. Hilf mir doch jemand. Oh, diese Annie. Du übertreibst schon wieder. Bitte bring mir etwas Wasser. Pass auf, das ist mein Trinkgeld. Wow, du bist so sensibel. Es ist eine gute Zeit, um eine Reise zu machen. Wir fahren in den Urlaub, Carrie. Stell dir einfach vor, die Sonne, das Meer und der Sand. Auf keinen Fall, Annie. Ich habe einen besseren Plan. Folge mir. Vulkane sind wirklich heiß. Schau mal, wie cool es hier ist. Jetzt bräunen wir uns. Gefällt es dir, Schwesterherz?
Carrie, das ist Lava. Wo ist das Meer? Entspann dich, Annie. Wie wäre es mit ein paar Marshmallows? Bedien dich. Wie wäre es, wenn wir nach Hause gehen, Carrie? Ich will nicht mehr hier sein. Carrie hatte eine weitere tolle Idee. Sie sollte sich ein Tattoo stechen lassen. Sie hat das Design, das sie will. Dieser Totenkopf ist so süß. Und auf Kylie kannst du immer zählen. Kein Problem, Carrie, wir machen das schon. Die Künstlerin macht sich an die Arbeit. Ein Tattoo zu bekommen tut nicht einmal weh. Und es ist so entspannend. Kylie hat so ruhige Hände. Sie ist eine Meisterin ihres Fachs. Träum süß, Carrie. Aber lass uns eine kleine Pause einlegen. Oh nein, da ist ein anderer Kunde. Hallo, ich bin die Schwester von Carrie. Wir brauchen passende Tattoos. Aber keine Totenköpfe. Das klappt schon. Wir sind beide Schwestern. Der Wunsch des Kunden ist Gesetz. Vor allem, wenn sie gut bezahlt. Gib mir deinen Arm. Ach du meine Güte, warum tut es so weh? Carrie hat Nerven aus Stahl. Und der Auftrag ist erfüllt. Keine Totenköpfe, nur Schönheit. Danke, es sieht toll aus. Carrie, steh auf. Schau, wir haben jetzt Tattoos, die zusammenpassen. Gefällt dir das? Oh nein! Carries Traum wurde zu einem Albtraum. Sei nicht sauer, Carrie. Wir sind für immer zusammen. Ist das nicht schön? Das ist es auch. Aber ich werde nie wieder zu dieser Tätowiererin gehen. Die Wohltätigkeitsmesse ist eröffnet. Komm schon hoch, nimm alles. Annie hat so viele gute Ideen. Aber es gibt so viel Böses in dieser Welt. Und sie macht nie Pause. Lass uns mit der kriminellen Operation beginnen. Fräulein, ich bin sehr arm und krank. Siehst du? Ich wünschte, ich hätte etwas Gold. Oh, er hat so viel Pech. Nimm es, nimm alles. Kann ich die kleine Schaufel haben? Klar, und nimm die Uhr mit und die Bücher. Alles für den, der es braucht. Und ein Wunder geschah. Der kranke Mann erholte sich. Gold ist die beste Medizin. Annie ist so leicht zu täuschen. Mit Carrie hingegen ist nicht zu spaßen. Hier stimmt etwas nicht. Bleib sofort stehen. Schwesterherz, er ist ein Betrüger. Carrie, du bist so eine Pessimistin. Schau, sein Arm ist verletzt. Ich werde es beweisen, Annie. Kumpel, willst du ein paar goldene Hanteln? Hier, bitte sehr. Siehst du, Annie? Er täuscht es nur vor. Und hier ist ein weiterer Beweis. Du bist so naiv, Annie. Oh, du Betrüger. Hau ab. Was würde Annie ohne ihre starke Schwester tun? Sie hilft immer mit. Die persönliche Stylistin weiß eine Menge über Mode. Und alles über die neuesten Trends. Ich brauche etwas Besonderes. Rosa, luftig und glänzend. Die süße Schwester macht es schon wieder. Miss Annie, das wird Ihnen gefallen. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Lass es uns gleich anprobieren. Miss Carrie, da ist auch ein wunderschönes Kleid für Sie. Machen Sie Witze? Es ist weiß. Aber dieses Kleid kann doch gerettet werden. Carrie ist eine echte Modedesignerin. Sie weiß, was zu tun ist. Aber die Stylistin steht unter Schock. Fast fertig. Alles, was noch fehlt, ist die Farbe für dieses Kleid. So ist es besser. Carrie, schau dir das Kleid an. Oh, was ist los mit dir? Carrie macht wieder Mist. Doktor, kommen Sie sofort hierher. Die medizinische Hilfe ist bereits da. Doktor, ich glaube, sie flippt aus. Okay, dann wollen wir mal sehen. Atmen, nicht atmen. Können Sie sie retten, Doktor? Ich zahle alles. Das ist schon viel besser. Lassen Sie uns der Patientin eine Dosis Styl verpassen. Sie wird im Handumdrehen wieder auf den Beinen sein. Atmen Sie, Miss. Es wird alles gut. Carrie, sieh dir diesen schönen Koffer an. Was denkst du denn? Ich weiß es nicht, Schwesterchen. Er ist rosa. Dieser hier ist besser. Dunkel und stachelig. Genau wie Carrie es mag. Es ist Zeit, Upgrades für deine Telefone zu bestellen. Und der Service funktioniert großartig. Die Bestellungen sind bereits da. Lass sie uns öffnen. Wow, das ist gothic schick. Carrie, schau mal, wie flauschig und weich es ist. Annie hat Glück gehabt. Carrie hingegen ist in Schwierigkeiten. Wie kann sie jetzt den Hörer abnehmen? Das ist scharf. Keine Panik, Schwesterherz. Probier das an. Viel besser. Jetzt werden die Telefonanrufe schmerzlos sein. Zeit für Schönheitsbehandlungen. Diese Gurkenmaske ist fantastisch. Du kannst dir gleichzeitig eine Maniküre gönnen. Danke, wie sehe ich aus? Einfach großartig. Aber Annie könnte ein Getränk gebrauchen, um ihre Laune zu verbessern. Viel Spaß, ich bin gleich wieder da. Carrie, wie geht es dir? Großartig.
Diese heiße Maske ist so wohltuend. Carries Nägel brauchen allerdings ein Upgrade. Lass uns gleich loslegen. Die ultrascharfen Nägel werden großartig für Carrie sein. Sie wird begeistert sein. Und natürlich einen Drink für seine Lieblingskundin. Das ist für dich, Carrie. Wer bin ich? Welches Jahr haben wir? Oh, tut mir leid. Es war ein Unfall. Annie ist schon da. Wir müssen dieses Missverständnis aufklären. Geld hilft immer. Carrie, du hast es schon wieder versaut. Sei nicht sauer, Schwesterherz. Das passt nicht zu dir. Dem Schuldirektor einen Streich zu spielen, ist eine große Sache. Und Carrie hat bereits einen Plan. Das ist alles, was Annie im Moment braucht. Hallo, Mr. Ewald. Hallo, Annie. Carrie, du bist auch hier? Was ist das in deiner Hand? Geh mir aus dem Weg, Annie. Das wird der Streich des Jahres. Das werde ich nicht zulassen, Carrie. Das ist eine schlechte Sache. Es ist schnell eskaliert. Ups, Herr Ewald wird Ihnen zeigen, wer der Boss ist. Ihr beide, kommt sofort in mein Büro. Es ist nur ein Scherz, keine große Sache. Komm schon, Annie, es wird nichts passieren. Aber der Direktor ist entschlossen. Wie konntet ihr nur? Euer Verhalten ist entsetzlich. Streitet euch nicht. Ihr werdet von der Schule verwiesen. Packt eure Sachen und geht. Manchmal ist sogar Geld machtlos. Mama und Papa werden so wütend sein. Sei nicht sauer, okay? Aber ihre Eltern meinen es ernst. Sie müssen auf ihr ganzes Geld verzichten. Und sogar auf die Kreditkarten. Es ist alles deine Schuld, Carrie. Es gibt nur einen Weg hier raus. Wenn du Geld willst, geh arbeiten. Hey, Leute. Wir haben tolle Hotdogs. Alle hierher. Das Essen ist praktisch umsonst. Das Geschäft läuft schlecht. Aber wen interessiert das schon? Ich würde alles für meine kleine Schwester tun.